Jo. Zack. Alle Autos kaputt. Alle Autos kaputt. Als ob die jedes Mal explodieren, wenn die gegeneinander krachen. Dann wird ja jedes Mal bei jedem Unfall irgendwie was passieren. Professor! Und er geht natürlich Der drauf. Kodex erwähnt die Ankunft eines Kindes, eines Propheten, die Antwort auf alle existenziellen Fragen. Das Orakel tötet, um das Kind zu finden. Jo, wir haben ihn nur zur Seite geschubst. Wir haben ihn eigentlich sogar gerettet. Und er ist dabei gestorben. Ja, so sieht's aus. Genau so sieht es aus. Lange treffen. Nur wenige Menschen halten einem Orakel stand. Was ist an dir bloß so anders? Das Chroma. Du hast das Chroma. Das erklärt manches. Wie konntest du solche Macht erlangen? Sei es drum. Eins ist sicher. Deine Zeit. Das Chroma? Was ist das? Die Kraft, die das Universum erschuf. Der Ursprung von allem. Die, die es besitzen, haben erstaunliche Fähigkeiten. Wieso muss ich sterben? Was könnte ich dir schon tun? Das Ritual hat unsere Seelen miteinander verbunden. Wann immer ich durch die Schlange blicke, tust du das Gleiche. Um die Verbindung zu lösen, muss einer von uns sterben. Genug. Ich habe Wichtigeres zu tun. Wir werden uns wiedersehen. Aber im Jenseits. Okay. Kibintinakwintarone. Oh oh, was ist das denn für ein Vieh? Ist das ein Panther? Ich muss mich extrem konzentrieren, ey. Deswegen kann ich nicht allzu viel reden gerade bei den Quicktime-Sequenzen, weil ich habe nur noch ein Leben. Ich weiß nicht, was passiert, wenn die ausgehen. Das hätten wir aber vorerst überlebt. Oh, hi. Agatha! Wie kann... Hören Sie gut zu, Lukas. Die, die sich des Orakels bedienen, suchen ein kleines Mädchen. Eine vollkommen reine Seele, die nie Mensch geworden ist. Ihre Ankunft wurde von der ältesten Prophezeiung der Menschheit vorhergesagt. Sie ist es, die Sie im Traum sehen. Sie müssen sie vor dem Orakel finden und in Sicherheit bringen. Schnell, die Zeit ist knapp und Sie sind ihnen erneut auf der Spur. Okay. Wir müssen also dieses Kind suchen. Diese vollkommen reine Seele. Guck, jetzt sieht der sogar cool aus mit seinen Wie Sie Klamotten. Sich ahnen, sind wir verärgert. Sehr verärgert.
Er entkam ihnen erneut. Erst in diesem Museum. Schlechte Wahl, dieses Museum. Und dann in der Welle. Weit schlimmer. Dort haben sie sich ihm offen gezeigt. Und völlig umsonst. Nun ja, gewisse Faktoren waren mir nicht bekannt, Gebieter. Welche Faktoren? Er besitzt das Chroma. Das kann nicht sein. Blödsinn. Wie sollte er das Chroma besitzen? Ein Rätsel. Aber ich weiß sicher, dass dem so ist. Deswegen widerstand er meinen psychischen Attacken und konnte der Polizei entkommen. Dann müssen wir unsere Pläne vielleicht ändern. Das ist ärgerlich. Sehr sogar. Das ist nicht alles. Jemand hilft ihm. Was sagen Sie? Während Sie beide in der Welle waren? Ja, Gebieter. Jemand machte all meine Angriffe auf Kane zunichte und beschützte ihn. Einer unserer Leute? Wohl kaum. Nein. Es muss etwas anderes sein. Sein Chroma war anders. Ein anderer Clan? Unmöglich. Unser ist der letzte. Wir haben Rivalen. Die wie wir nach dem Indigo-Kind suchen. Sie dürfen das Kind nicht finden. Das wäre katastrophal. Verheerend. Kane arbeitet für Sie. Es sei denn, Sie benutzen ihn nur. Kane ist der Schlüssel. Er sieht durch unsere Augen. Er darf das Kind nicht finden. Sie müssen ihn ausschalten. Endgültig. Das habe ich bereits bedacht. Er wird endgültig ausgeschaltet. Schon bald. Enttäuschen Sie uns nicht. Sie können nun gehen. Okay. So sieht's aus. Das Orakel ist bei Markus. Wenn ich ihn nicht sofort warne, kommt jede Hilfe zu spät. Lass uns warten, Carla. Die Verstärkung muss gleich da sein. Glaubst du? Darauf warte ich nicht. Der Typ sagte, er sei in seinem Zimmer. Diesmal entkommt er mir nicht. Bleibt nur zu hoffen, dass der Typ sich nicht geirrt hat, als er Kanes Foto in der Zeitung sah. So kurzsichtig wie der ist, erkennt er nicht mal die eigene Mutter. Das erfahren wir gleich im Zimmer 369. Oh oh. Aufstehen. Wir müssen... Oh shit. Shit. Der Kennedy und der Newark-Flughafen wurden geschlossen. Alle Flüge mussten bis auf weiteres abgesagt werden, da die massive Kältefront, die sich... Telefonier doch! Sag ihm Bescheid. Geh dran, Markus. Markus. Brüderchen, geh ans Telefon. Brüderchen. Willkommen, mein Sohn. Ich bin sofort zurück. Ich gehe nur schnell ans Telefon. Was ist denn das? Ach, da vorne. St. Pauluskirche. Markus, er ist in der Kirche. Lass ihn nicht an dich rankommen. Lukas? Bist du's, Lukas? Was ist los? Das kann ich dir jetzt nicht erklären, Markus. Lauf zur Tür, schließ sie ab, leg alle Riegel vor. Ich flehe dich an, schnell! Tu, was ich sage! Ich bitte dich, Lukas. Jetzt mach schon, los! Andere Tür auch noch verriegeln. Und nun? Und nun? Okay, ich habe abgeschlossen. Aber jetzt erklär endlich, was los ist. Ruf die Polizei und komm nicht raus, bevor sie nicht da ist. Scheiße. Lukas? 369. Hier ist's. Das ist die falsche Zimmernummer. Ach, da hinten. Oh. Da steht ja unser netter Herr. Entweder hat er sich seit dem Foto verdammt verändert, oder er ist nicht unser Mann. Mist! Wie ist das denn möglich?
Nur nicht aufregen. Das scheint ein Missverständnis zu sein. Ja, die Zahl ist verrutscht. Tyler, es ist die falsche Tür. Hä? Es muss noch ein anderes Zimmer Nummer 369 geben. Die Zahl ist verrutscht, die 6 und die 9. Das ist, dann müsste es doch dieses hier sein. Yo. Scheint die Kurve gekratzt zu haben. Den krieg ich noch, Tyler. Glaub's mir. Los, gehen wir. Spider-Man, Spider-Man. Jo. Telefon. Lukas, du musst kommen. Sofort. Sie sagen, sie bringen mich sonst um. Ich bin am alten Rummelplatz. Bitte, beeil dich. Sie... Jetzt wirst du wohl begreifen, dass ich es ernst meine. Also, beeil dich. Ja, dann sind wir wohl... Ich gehe meinem Tod entgegen. Im Rummelplatz. Alles, was ich seit dem Augenblick durchgemacht habe... in dem ich jenes Restaurant betreten hatte, konnte nur hierauf hinauslaufen. Ich hatte keine Kraft mehr, noch länger zu kämpfen und mich ständig zu verstecken. Es war ihr vergebens. Es gab nur noch eins zu tun. Versuchen, Tiffanys Leben zu retten. Danach würde ich nicht länger gegen mein Schicksal ankämpfen. Lukas! Lukas, hilf mir! Tiffany, sie ist oben auf der Achterbahn! Den Mann habe ich schon mal irgendwo gesehen. Der war ganz am Anfang unserer Geschichte schon. Okay. Naja, wir müssen Tiffany retten. Die ist auf irgendeinem Gerüst. Ich weiß nicht. Hier ist es nicht. Lukas! Moment. Lukas, hilf mir! Diese Ecke scheint sehr verdächtig zu sein. Aber es gibt hier nichts zu holen. Ich habe hier jetzt... mit einem Extra-Leben oder so gerechnet. Ah, doch. Ja. Ja. Hat mein Instinkt mir keinen Streich gespielt. In solchen Ecken ist es immer irgendwas. Lukas! Lukas, hilf mir! Wenn nicht, ist es schlechtes Level-Design. Jemanden nicht dafür zu belohnen, alles zu durchsuchen. Hä? Mit diesem Ding ist es... Ah, hier ist ein Schalter. Lukas! Lukas, hilf mir! So, jetzt kommt auch schon der Wagen. Den müssen wir auch einsteigen. Bisschen komisch, dass noch alles funktioniert bei dem Wetter und dass wir genau wissen, was wir machen müssen und dass er jetzt von alleine hochfährt. Strange. Hui. Jo, oben gibt's natürlich auch eine Plattform, wo wir aussteigen können. Das ist immer bei Achterbahnen Lauf so. Lauf weg, Lukas! Lauf! Das ist eine Falle! Nö. Drücken Sie die A-Taste, um den Cursor in die Mitte und Lukas... Ah, okay. What the fuck? Und damit endet meine Geschichte. Offiziell lautete die Todesursache. Nochmal. Hä? Und damit endet meine Geschichte. Offiziell lautete... Moment. Nochmal.
nicht schlecht. Jetzt habe ich den Dreh raus. Sollte kein Problem mehr sein, wenn ich nicht aufpasse. Wenn ich aufpasse. Aber cool gemacht, eigentlich. Erinnert mich sehr an Tony Hawk. Selbst ich habe Tony Hawk gespielt, obwohl ich Sportspiele hasse. Aber den zweiten Teil habe ich gespielt. Auf PC und auf PlayStation 1, meine ich. So. Hätten wir den Balanceakt geschafft. Schneid sie auf. Gute Fahrt ins Jenseits. Oh no! Oh, krass. Völlig fertig sind wir jetzt. Ja. Hier mache ich aber auch eine Pause, denn ich bin auch ein bisschen fertig. Vielleicht nicht völlig, aber schon eine kleine Pause könnte ich gebrauchen. Danke fürs Zuschauen. Wir sind wieder ein Stückchen weiter an unserem Ziel. Vielleicht auch wieder ein bisschen weiter weg, weil wir sind dem Tode nah. Naja, wie es weitergeht, sehen wir im nächsten Teil. Bis zum nächsten Mal.